Hallo Freunde, hier bin ich wieder, euer Lieblingsmensch mit einer Folge Tourette am Barade. Sollte 9.2 kommen. Ich habe ein paar Replays von euch bekommen, ich hatte auch einige zugeschickt. Es tut mir ein bisschen leid, ich habe jetzt tatsächlich per Losverfahren schauen müssen, welcher Replay wird denn der Replay, den ich zeige. Und die Wahl ist auf Omoikane gefallen. Ich habe nicht mit ihm geschlafen. Mein Kumpel Peter hat 18.000 Matches, hat eine Winrate von 1432 und eine Winquote von 54%, was ich persönlich ziemlich cool finde. Und hat eine Winrate von 53% auf dem Tiger. Wir sind hier auf dem Kloster, Tier 8 Gefecht. Der Peter ist hier Top-Tier. Ihr seht, er hat Scherenfernrohr auf dem Panzer. Daraus deute ich, dass er den Tiger auch tatsächlich willen hat. Okay, Peter, er guckt halt so ein bisschen, wo gehe ich hin, was will ich tun. Lass mal hier ein bisschen größer machen, die Karte. Und so wie es aussieht, fährt der gute Peter auf die Einserschiene rüber. Ich bin auch gespannt, ich habe es noch nicht gesehen. Er hat gesagt, es wird nicht mit einem Panzerass enden. Aber es wäre relativ interessant. Schauen wir uns das mal an. Der Tiger 2 fährt hier mit, ja, 35 km/h über die Pläne. Das Match ist relativ ausgeglichen, wenn wir uns so die Karte angucken, wie die eigenen Panzer sich aufstellen. Wobei der T-34 auf B6 kann man machen, muss man aber nicht. Aber es sind eigentlich auch relativ wenige TDs am Start, die hier verteidigen könnten. Aber gut, schauen wir uns das mal an. Die KV-1S und die KV-4 bleiben hier stehen. Der Stahladler! Ja. Und der Peter schiebt sich hier nach vorne. Hier, das ist auf dieser Map relativ oft so, dass da die Kämpfe stattfinden. Benutzt hier ziemlich geschickt das Panzerwrack als Deckung. Er visiert jetzt hier einen feindlichen KV-1S an. Schießt drauf, ging allerdings nicht durch. Ja, jetzt schießen sie sich auch langsam auf den Peter ein. Er versucht hier beim KV-1S durch den Turm zu gehen. Das klappt auch ganz gut. Was hat denn hier die Kanone von dem Panther vom Tiger 2? Die macht 225 Durchschlag und 320 Schaden. Damit sollte er eigentlich den ein oder anderen Tier 8 oder Tier 6 Panzer ärgern können. Ihr seht schon, die Schüsse schlagen schon ein, seine Winkelspiegel sind kaputt, deswegen sieht er auch, hat auch kurzzeitig relativ wenig gesehen. Und die Heavys, die hinter ihm sind, die helfen ihm dann nicht unbedingt weiter. Ihr seht schon, am Turm prallt hier wirklich einiges ab und richtig gefressen hatte er nur einen Schuss vom Löwen. Jetzt ist noch ein Schuss vom Löwe dazugekommen. Der Löwe hier wird zum Ärgernis. Ich habe so Hunger, ich muss mir, glaube ich, erstmal eine Pizza bestellen. Und schon wieder schießen sie ihm hier die Winkelspiegel kaputt. Wieder der Löwe. Jetzt hat der Churchill, wir sehen es, hat auch auf HE umgeschaltet. Ah, der Löwe, das sehen wir auch, hat auch auf HE umgeschaltet. Der Peter ist hier quasi blind. Ja, und weiß eigentlich auch nicht so richtig, was er machen soll. Soll er noch irgendwo hingehen? Jetzt sieht er mal den Löwen, den Wolfsreiter. Ja. An den er sich halt eben auch ab und zu einfach mal rächen möchte. Das geht aber eigentlich gar nicht. Er kommt hier eigentlich gar nicht so richtig raus. Der Churchill 7 hat nochmal getroffen, hat auch wieder HE einen Schuss gemacht. Auf jeden Fall, seinen Bärendienst erweist er hier auf jeden Fall. Wir sehen hier auf die Achterlinie, die sogenannte Strandroute oder die Küstenroute, die hat das Team eingenommen. Peter kann hier nochmal einen Schuss in den KV-1S setzen. Eigentlich ziemlich langweilig vom Zuschauen, aber ich glaube, es war bestimmt richtig spannend, als er das gespielt hat. Da ging dem Peter bestimmt der Kackstift. Der hat bestimmt schon sein Testament in die Unterbuchse geschrieben. Ja. 6 Treffer hat er bis jetzt bekommen. Und da prallen die Schüsse einfach ab.
Ja, und der Gegner lässt es aber auch nicht sein. Jetzt glaube ich, hier versuchen sie von oben zu kommen, wenn wir auf die Map schauen. Der Peter schaut nur nach vorne. Lassen uns das mal wechseln, mal auf unsere eigene Sicht. Sehen wir es an den grünen Markierungen, das ist überall, wo die Schüsse abgeprallt sind. Die roten sehe ich gar nicht. Weiß gar nicht, ob das dann daran... Doch, da gucken wir hier hin. Die schießen ihm oben auf die Luke. Da gingen alle Treffer hin, die durchgegangen sind. Der Bestatter ist hinterm Peter. Ja, will ich vermutlich denkt er sich, Jungs, hier ist Arbeit, lasst mich vorbei. Aber nein, der Peter weigert sich ja eigentlich zu sterben. Der Stahladler 59 hat seinen letzten Flug angetreten in diesem Match und ist geplatzt. Aber hier sehen wir schon, 11:4 steht es schon. Leider, leider cappen die Kameraden, die mit dem Peter unterwegs sind und erobern hier die Basis. Denn ich denke, hier hätte man auch durchaus das Spiel durch den Kill gewinnen können. Also durch das Killen alle. Und hört gut zu, es gibt für alle mehr EP. Für alle, auch die, für die, die cappen. Also ich persönlich cappe auch immer, fahre dann aber zum Schluss immer wieder heraus. Wenn es irgendwie ganz eindeutig sein sollte. Und dieses Spiel geht hier recht eindeutig aus. Sind nur noch übergeblieben ein T34-1, ein KV-13 und der Tiger 2. Pfui, ihr Arschlöcher! Ihr hättet nicht cappen müssen. Schauen wir uns mal die Aufwertung an. Auf die bin ich sehr gespannt. So, und da sind wir zurück. Und schauen uns das Gefechtsergebnis von Peter an. Theoretisch war er besser wie die 50% der anderen Spieler. Das erwarten wir eigentlich vom Peter auch. Der gute alte Omoikane, gell? Aber was hat er denn bekommen? Also, 42.649 Silber und 2.132 EP. Weil der erste Sieg des Tages. Er hat den kühlen Kopf behalten. Also, sprich, es sind 10 Schuss an ihm abgeplatzt. Und er hat die Stahlwand bekommen. Daran haben wir mal gesehen, wie sehr er da eigentlich auf die Fresse bekommen hat. Kein schlechter Panzer, für mich auch mal ein Blick in die deutsche Reihe, weil da bin ich eigentlich überhaupt gar nicht so weit. Ihr seht, das Team hat hier so relativ alles weggehauen. Wo ist er denn? Da. Hat Peter zwar keinen abgeschossen, aber er hat immer noch 1862 Schuss 1862 Schaden machen können und ist damit auch noch Nummer 3 der Damage-Dealer in dem Team. GZ Peter! Und jetzt gucken wir mal, worauf es wahrscheinlich hinausläuft. Ja, guckt euch das an. Da scheißt die Wand an, sage ich. 7035 Damage blocked by Armor. Shots fired 15, also 15, Entschuldigung, ja, 15, ja. 8 hat er davon getroffen und 6 sind durchgegangen. Ja, der hat er immer wieder mal quasi hinter dem Panzerwrack rausgelugt und da hingeschossen. Ja. 2 hat er gesehen, 3 hat er kaputt gemacht. Damage, ja, 1109 ist wahrscheinlich Spotting Damage, weil ich glaube, gekettet hat er keinen. Und es war ein kurzes, knackiges Gefecht, 5 Minuten, 20 Sekunden. Unterm Strich sind 18.283 Silber weggegangen. Ich weiß hier gar nicht, ob der mal zwischendurch Premium geladen hat. Vor allen Dingen für den Löwe. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, und Freunde, das ist der letzte Replay von Patch 9.1 gemacht. Ich werde mein System jetzt updaten. Im Gegensatz zu so richtig coolen Typen wie Jingles oder Quickie Baby habe ich leider keine Version oder ich behalte nicht die älteren Versionen, weil das ist alles nur Platz, der verschwendet wird. Ich gucke mir eh nur die aktuellen Replays an. Ich möchte mich trotzdem bedanken für die Leute, die ihre Replays eingeschickt haben. Ich hoffe auch, ihr schickt weiter Replays ein. Ich bin auch bemüht, dass ich weiter demnächst wieder mehr Videos mache. Mehr Videos, immer mehr. Aber ich komme gerade nicht so dazu. Jobsuche ist nicht so ganz so einfach und dafür bin ich nicht krank. Wie andere YouTuber, die sich gerade wochenlang nicht blicken lassen und wo sich die Leute Sorgen machen, die aber wohl lustig alle anderen Spiele spielen, nur nicht mal einen Satz in ihrer Community hinterlassen
um zu sagen, hey Leute, ich habe einfach gerade überhaupt gar keinen Bock auf WoT, denn ich aber habe Bock auf WoT, ich habe Bock auf euch, ich habe jetzt auch voll Bock auf das Update, ich werde mir jetzt die neue Version ziehen, dann bin ich auf der Suche nach einem neuen Modpack, denke, ich werde wieder zurück zum Diklovid gehen, bin mir noch nicht ganz so sicher. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir es rocken. Ich freue mich auf euch. Und wenn ihr übrigens mehr Punkte wie 7100 sowieso abwehren konntet und ihr schafft es, mir dieses Video zu senden, dann kriegt ihr 200 Gold von mir. Ist geil, oder? Also, ich freue mich auf eure Replays und werde, also ich muss es nochmal sagen, es kriegt derjenige die 200 Gold, der die meisten Schaden abwehrt durch Panzerung. Habe ich es besser gesagt, gell? Sonst werde ich arm. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber ich glaube, das war schon ziemlich gut. Also wie gesagt, wir sehen uns im Spiel. Bis bald. Euer Lieblingsmensch.